Wie ihr da jetzt sehen könnt, habe ich da unten nur Reste genommen, weil da brauche ich, das ist ja innen, das sieht keiner. Hier am Rand muss ich jetzt ein bisschen natürlich schon machen, schöner machen. Zumindest muss ich da ein Dings schaffen, damit ich da den Bogen und da den Bogen, den Torbogen machen kann. Deswegen habe ich jetzt da ein Zeichenpapier wieder hergenommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich da den Bogen so angezeichnet. Mache da jetzt den Dings. Also da brauche ich ja gerade. Und da brauche ich jetzt ungefähr einen Bogen. Das werde ich aber gleich so herausschneiden. Sehe gerade, da habe ich ein bisschen zu viel. Das ist aber kein Problem. Dann machen wir das einmal ein bisschen raus weiter. So müsste der Bogen eigentlich passen. Ja. Ich brauche im Prinzip ja nur bis daher. Ich habe da angeklebt, dass das bleibt. Passt. Da gehört das so weggeschnitten. Passt. Kugelschreiber halt ist auch nicht mehr das Beste. Ja. Und da brauchen wir noch die Gerade rüber. Da haben wir. Das müssen wir jetzt auch noch einmal neu. Mal so machen. Festkleben. Und da kann man eh das machen. Gut, wir so bis daher. Machen wir mal. Also, wie gesagt, jetzt brauchen wir ein Stück da noch so drauf, ja, damit wir da einen schönen Bogen machen können. Das müssen wir sowieso jetzt noch ein bisschen nachschneiden. Ich sehe. Gut, so wird das passen. So, jetzt haben wir das Kennzeichen einmal, dass das die Schablone ist. Haben wir mal auf der Seite einmal und jetzt brauchen wir noch auf der anderen Seite einen Tunnelportal. Da müssen wir auch unten, wie ihr gesehen habt, habe ich da jetzt dann bei dem noch mal ein Stück dazu getan, damit da eine schöne Gerade ist. Ja, das muss ich, drehe ich jetzt das einmal. Auf der Seite muss ich dann noch eben schauen, dass ich da noch was reinmache. Das, weil der Tunnel soll dann da her gehen. Da haben wir eh. Weil da einmal auch gerade drunter schneiden. Damit wir da eine Gerade haben. Und da müssen wir auch noch ein Dings machen. Und da oben kommt dann noch ein schöner Teil drauf. Jetzt mache ich gleich mal da die Schablone. Dafür klebe ich das da wieder fest ein bisschen, damit das nicht wegrutscht. Wir haben jetzt da sozusagen, wir brauchen da einen Bogen, der so hergeht. Wir müssen da aber weiter raus, sehe ich gerade. Bis daher. So. Da unten habe ich ein bisschen eine Vorgabe.
ich eingebaut habe. Wichtig war mir, dass die Weiche noch außerhalb des Tunnels ist, damit ich da immer dazu komme. Aber ihr seht, ich mache das Auge mal bi. Aber so kann ich eben herausfinden, ob ich vielleicht doch noch was wegschneiden muss. Ja. Gut, das passt. Jetzt brauchen wir da noch. Ich nehme da wieder die Holzplatte mit runter, ist als Führung. Passt, so müsste es jetzt passen. Da werden wir eben ein bisschen eine Gerade brauchen. Deswegen werden wir da das so machen. Ich werde das Stück da links und dann nochmal frisch machen. Gut, und da werden wir auch eine Gerade machen, damit wir da so einigermaßen eine Gerade haben. Beides gehört eh ein bisschen schräg, siege Gott. So, ne? Da werden wir auch noch wegmachen. Weil da brauche ich noch am Links, weil da kommt da eine Felsenbrücke. So, also dann haben wir jetzt den beiden Teile, die Schablonen fertig. Und jetzt werden wir das anzeichnen und dann zuschneiden. Weil ich da nicht mehr ganz habe, dann mache ich es bis daher. Ein bisschen kürzer nach innen. Weil da geht es sich noch schön aus. Passt. Das geht sich schön aus da. Und der zweite, schauen wir mal, wie sich der da ausgeht. Jetzt kommt das Atzel nicht. Dann schauen wir mal, was da rauskriegen. Ja, es passt schon, wenn da hinten das Eck noch fehlt, ist nicht so schlimm. Mal so. Dann haben wir da schon einmal einen Anfang. Passt. Gut. Also ihr seht, nach der Schablone zeichne ich das jetzt dann ein. Mache ein X, das Kennzeichen, passt. Jetzt müssen wir das zuschneiden. So, wir werden das jetzt wieder mit dem probieren, mit dem Protzen Heißschneidegerät. Mal schauen, müsste gehen, passt. Wie gesagt, ich habe da eine Fußtastatur, mit der ich das ein- und ausschalten kann, was wirklich praktisch ist, weil man eben das nicht nachher durchgehend hat, sondern kann wieder weg mit dem Fuß und ist es gleich wieder ausgeschaltet. Wie ihr sehen könnt, kann ich da jetzt auch schön Bogen schneiden. Meine Führung ist nicht super. Weil ich jetzt auch nicht hingeschaut habe, weil ich wegen dem. Aber eben, ich habe jetzt den Motor ausgeschalten, wieder, halt den Brenndings wieder ausgeschalten, weil ich das ein bisschen wegrucken muss. Kann aber dann eben gleich wieder. Uiuiui. Weitermachen. Ich meine, es ist
Man kann aber eben. Mein Fall, grobe Dings gleich wieder wegschneiden, wie ihr seht. So, da haben wir gerade. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Und da haben wir jetzt da wieder einen Bogen. So, Stückel immer aufhalten, irgendwo kann man sie vielleicht doch noch gebrauchen. Da sehe ich gerade, der Käppchen habe ich auch gerade geschnitten. Passt. Gut. Passt, das war das erste Stück. Schauen wir gleich das zweite. Geht sich das aus? Von der Länge müsste das da ausgehen, ja. Ah, jetzt ist das Ding gerissen. Kein Problem. Zeige ich euch gleich, wie das geht. Da muss man dann eine Dings aufmachen, dann kriegt man das raus. Also ihr seht, ein Teil, den steckt man dann da in das Loch hinein. Vorher muss man das natürlich geöffnet haben. So, und wenn man das geschafft hat, dann dreht man das einfach zu. Und das hält, und jetzt da braucht man im Prinzip da nur so lang zurückziehen. Da macht man das noch ein bisschen auf, so dass da eine Spannung drauf ist. Da ist eine Führung, sieht man halt jetzt da nicht, weil ich meine Hand vor habe. Da ist eine Führung, und da haben wir jetzt da gerade hinunter. Macht man das fest, passt. Man kann da noch schräg oder gerade stellen. Ich habe es gerade gestellt. Ich habe ja da so ein Hilfsmittel. Das war nicht dabei. Das habe ich extra gekauft, das Holz. Mit dem normalen, wo du gerade schneiden kannst. Und mit dem kannst du aber jetzt auch schauen, ob das jetzt schön gerade ist. Und das ist schön gerade. So. Und das geht weiter. Ah, das ist das fertige Stück. Schauen wir mal, das haben wir eh schon. Passt. Also dieser Faden, der reißt immer wieder. Ganz logisch, weil er eben das glüht und dann irgendwann einmal nicht mehr haltet. So, machen wir es lieber so. Also dieser Fußschalter war wirklich eine gute Investition. Ich glaube, er hat 20 Euro neu gekostet. Aber wie gesagt, man kann. Eben schon, wenn man jetzt eine Ecken schneiden will, kann man das jetzt drehen und dann weiter schneiden. Eine schöne Ecke. So, passt. Schauen wir mal, ob die Teile passen. So, der gehört jetzt da her und wird dann so sein. Und da geht sich schön aus, da geht sich's auch schön aus. Passt.
Okay. Mal gesehen, wahrscheinlich werde ich da noch ein bisschen schneiden müssen, damit ich da, wobei ich komme da so rein, ja, passt. Es geht darum, wenn in einem Tunnel was passiert, dass ich dann irgendwo mit der Hand reinkomme. Deswegen habe ich ja da zum Beispiel ein X gemacht, dass ich da reinkomme und so weiter. So, das passt da. Und auf der anderen Seite müsste es eigentlich auch passen. Ja, da könnte man ein bisschen noch nachschneiden, damit wir mit der Lok ja Platz haben. Ich nehme jetzt die Rückseite vom Pinsel. So, das werden wir noch nachschneiden, damit wir wirklich Platz haben. Passt. Jetzt müssen wir da eine Ecke wegschneiden und da eine Ecke wegschneiden, weil das ist schon festgeklebt. Aber wir müssen da noch was reingeben, damit da eine Gerade entsteht, eine halbwegs gerade. Und da soll auch eine, damit wir da das Tunnelportal machen können. Gut, das machen wir mit diesem Heißdrahtschneider. Das ist dieser Bogen mit einem Draht gespannt. Eben dieses letztes Mal habe ich ja den anderen genommen, der diesen Spitz hat. Das kann man einfach ab- und aufstecken. Und wenn man dann einschaltet, geht das schon. Wir werden da jetzt einfach da mal das so machen, wie ihr seht. Und da werden wir das auch machen. Da brauchen wir schöner. Weil wir müssen da eine schöne, zwar eine schräge, aber doch eine gerade so halbwegs zusammenbekommen. Wichtig ist natürlich jetzt da, dass man da die Gerade haben. Unten ist dann schon wieder wurscht, sagen wir Kärntner. So. Da müssen wir noch schauen, ob wir das noch ein bisschen besser wegkriegen. Passt. Passt. Gut, also ihr seht, man kann mit verschiedenen Heißschneidegeräten arbeiten. Das schaltet man wieder aus und dann ist das wieder vorbei. Und das ist jetzt erledigt. Da unten werden wir das noch mit dem Spachtel oder was weg. Da haben wir auch einigermaßen eine Gerade, damit wir da eben den Bogen rauf machen können. Weil da fährt der Zug ja dann hinein. Okay, das passt noch nicht ganz. Das müssen wir noch ein bisschen wegschneiden. Ein bisschen noch da. Gut. Wenn er immer nicht ganz runter, wenn wir das nochmal so. Passt, muss noch ein bisschen geschnitten werden. So, jetzt mache ich es wirklich, damit ihr es seht. Drinnen da. Passt. So, jetzt haben wir das. Jetzt passt. Das werden wir dann so festkleben, damit wir da eine schöne Gerade haben. Und dann kommt ja da noch das drauf. Das, da müssen wir auch noch die Beule da weg.
Der Spitz geht auch weg. Ihr seht ja, passt, jetzt haben wir da so halbwegs eine Gerade. Da werden wir auch noch was rausschneiden. Passt. Gut, das passt jetzt. Da, da unten haben wir noch einen Patzel. So. Das ist jetzt da eine Gerade, nehme ich mal an. Passt. Gut. Jetzt müssen wir das da noch verkleben. Beim anderen Seiten werden wir das auch noch machen. Na, dann schauen wir weiter. Wie ihr seht, haben wir jetzt den Mittelteil schon fertig. Ich habe dazu immer Schablonen angefertigt und zugeschnitten. Ich habe unten nicht ganz durchgehend gemacht, aber da ab der Höhe schon, weil ich da eine Straße dann machen muss und da wahrscheinlich tiefer reinkomme. Jetzt muss ich aber, wie ihr seht, weil ich nicht das Styrodor das gleiche gehabt habe, da einen Teil wegschneiden. Einen Teil habe ich schon gemacht. Schaut natürlich jetzt nicht super schön aus, aber muss es ja auch nicht so gerade sein. Und wir schneiden das mit dem Drahtschneider wieder, indem wir eben ungefähr in der Höhe vom anderen schneiden. Da müssen wir eh noch einmal schneiden. Leider habe ich eben das schon geklebt, weil ich mir eigentlich gedacht habe, das ist vielleicht gescheiter mit dem Proxen-Schneider, dass dann nächste Mal gleich das Teil zu schneiden. Gut. So, jetzt haben wir so ungefähr die Höhe erreicht. Passt. Gut. Jetzt sind wir ungefähr gleich hoch. Was jetzt der nächste Schritt ist, ist, dass ich den ganzen Mittelteil einmal anfangen muss, auf eine Höhe zu bekommen von diesem Holz. Hinten machen wir eine Böschung und dann eben da noch einmal eine gewisse Höhe, Tunnelhöhe plus oben einen Deckel. Das ist einmal bis daher, dass wir das einmal geschafft haben. Ja, ich hoffe, es hat wieder gefreut euch. Ich komme leider nicht so schnell eben zu meinen Videos, aber ich bin dankbar für jeden, der was mir treu bleibt. Und ich freue mich schon, wenn ich das nächste Video euch zeigen kann.